Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Gottesdienst hier aus Wittenberg, aus der Jesusgemeinde. Das Kirchengebäude ist für uns alle geschlossen, aber die Kirche ist offen. Amen, du bist da und ich freue mich so sehr, dass du uns hier heute Morgen empfangen kannst. Manchmal habe ich so dieses Wortspiel gebracht als Pastor, wir gehen nicht zur Gemeinde, wir sind Gemeinde. Könnt ihr euch erinnern? Und irgendwie spüren wir, das hat eine ganz besondere Bedeutung in diesen Tagen. Wir drücken Gemeinde Jesu aus, da wo wir sind. Wir leben unsere Beziehung mit Christus da, wo wir sind. Und heute Morgen sind wir vielleicht verstreut im Landkreis oder da, wo du zuschaust, online. Aber wir sind verbunden im Geist von Jesus. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen bin ich da. Das ist eine coole Zeit, durch die wir gehen. Wir gehen durch Tage der Veränderung. Wir wissen aber, wozu wir gehören. Amen. Wir gehören zur Gemeinde Jesu. Wir gehören zu dieser Gemeinde hier. Und ich bin überzeugt, wir werden gemeinsam durch diesen Gottesdienst gestärkt werden. Wir erfahren Zuspruch, wir erfahren Trost. Irgendwie leben wir in diesen Tagen der Veränderung. Ja, für manche beginnt die Schule wieder. Ich weiß nicht, ob du mit Maske schon einkaufen gegangen bist. Die Haare werden immer länger. Und ich glaube, wir lernen in diesen Tagen auch so unglaublich viel. Ich lerne zum Beispiel Geduld. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich lerne Geduld zu haben. Ich lerne auch Dankbarkeit. Habt ihr den Newsletter gelesen? Ich habe uns angeregt, in dieser vergangenen Woche jeden Tag 5 Dinge zu finden, für die wir dankbar sein können. Mir hilft das unglaublich. Und mir fiel in diesen Tagen eine Sache ein, wo ich glaube, dass wir auch am Lernen sind und in uns erinnern müssen, worum es geht. Das ist unser Geben. Viele von euch sind treu, haben ihre Daueraufträge oder ihre Überweisungen oder sie spenden online. Und ich habe das auch gemacht und habe gedacht, wir brauchen da einen kurzen Input, weil wir nicht einfach nur eine Überweisung tätigen, sondern unser Geben hat eine geistliche Komponente. Unser Geben drückt aus, Gott, ich investiere gerade auch jetzt in diese Zeit, damit ich dir zeige, mein Leben gehört dir, ich unterordne mein ganzes Leben dir und ich glaube deinen biblischen Prinzipien. Du hast gesagt, geben macht glücklich und wenn ich gebe, dann sähe ich in die Zukunft, dann erwarte ich deine Versorgung. So, ich möchte dich ermuntern, nicht einfach einen Dauerauftrag laufen zu haben. Ich möchte dich ermuntern, nicht einfach was zu überweisen, sondern das mit dem Spirit der Anbetung zu tun, mit dem Spirit des Wortes Gottes zu machen. Wenn du gibst, du dann gib ganz bewusst als ein geistliches Zeichen, als ein Opfer, Herr, ich investiere weiter. Auch wenn ich das nicht visuell, sichtbar Sonntagmorgen tun kann, dann tue ich es aber, wann immer ich es kann, wirklich mit einem geistlichen Akzent dabei. Ich mache das ganz bewusst, ich investiere ins Reich Gottes. Ihr könnt unterschiedliche Varianten wählen, aber bitte tut es mit einem Herzen für Christus, mit der Erwartung, ich sähe in meine Zukunft, in das Morgen. Und dann erwarte eine Ernte. Wir können diesen Lebensstil trainieren, des Gebens, der Geduld, der Dankbarkeit. In der vergangenen Woche hat Israel den Holocaust-Gedenktag begangen. Ein ganz trauriges Kapitel in unserer deutschen Geschichte. 6 Millionen Juden sind von Hitler umgebracht worden, aber nicht nur Juden, sondern viele andere Menschen, unter anderem auch viele Christen und auch Theologen. Und ich erinnerte mich in diesen Tagen bei diesen Holocaust-Gedenktagen an einen bekannten, wahrscheinlich sehr bekannten deutschen Theologen, Dietrich Bonhoeffer. Der hatte viel Leid, der saß im Gefängnis und in diesen Tagen seines Gefängnisses schrieb er ein Lied, das ich dir heute Morgen jetzt zur Überleitung in die Anbetung zusprechen möchte. Er schreibt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Diese Nähe, dieses Vertrauen, diesen Trost wünsche ich dir gerade jetzt während des Gottesdienstes, aber auch für die kommende Woche, dass du erfährst, Gott ist da und du bist umgeben von ihm. Ich möchte zu Beginn an diesem Gottesdienst mit uns beten. Jesus Christus, wir versammeln uns wieder hier online in deinem Namen. Herr, es ist ungewöhnlich, aber wir danken dir, dass wir diese Möglichkeit haben. Du bist mitten unter uns. Und du bist da, Herr, um uns zu berühren, um uns zu trösten, um uns zu segnen,
um zu uns zu sprechen, um uns aufzumuntern, Herr, für die kommende Zeit, in die wir gehen. Danke, dass du dein Reich in unserer Mitte baust. Danke, dass wir dich jetzt anbeten dürfen, Herr, mit unserem Worship-Team, dass wir Lieder zu dir singen können, Herr, dass wir unser Herz bei dir ausschütten können, Herr, dass wir eine Predigt hören können, dass wir zusammen beten können. Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen eingebettet sind in den weltweiten Leib Jesu Christi. Millionen von Menschen auf dieser Welt feiern in dieser Form Gottesdienst. Gott, du bist nicht begrenzt durch ein Gebäude, sondern du wohnst in unseren Herzen. Und dafür liebe ich dich, dafür danke ich dir, Herr. Und ich erwarte einen offenen Himmel jetzt während dieses Gottesdienstes in unsere Wohnzimmer, da, wo wir das sehen, Herr. Denn du bist übernatürlich, natürlich und liebst es, mit uns Gemeinschaft zu haben. So bete ich in Jesu Namen. Amen. Lass uns gemeinsam Jesus anbeten und ihm die Ehre geben von ganzem Herzen. Ich wünsche mir, dass du das echt von ganzem Herzen singst. Und komm, steh doch auf oder da, wo du bist, mach dein Herz wirklich weit und lass uns das wirklich als ganze Gemeinde zusammen singen. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bete den König ein, sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König ein.
mit allem, was wir sind. Egal, wie es uns geht, egal, wie wir uns fühlen, egal, was kommt die Woche, wir wollen dich anbeten mit unserem Herzen. Und ich ermutige dich, dass du dein Herz wirklich öffnest für ihn. Dass du sagst, Jesus, ich will dich groß machen. Ich will dich groß machen, ich will auf dich schauen. Nicht auf die Umstände, nicht auf die Dinge, ich will auf dich schauen.
Jesus, wir wollen dir sagen, du bist unser König, du bist unser Gott, du bist hoch erhoben über alle anderen Dinge in unserem Leben. Du bist hoch erhoben über alle unsere Nöte und Ängste und Sorgen, über alles, was uns angeht in dieser Zeit, Jesus. Wir wollen dich erheben über all das. Jesus, wo Menschen geknechtet sind von Sorgen und Ängsten, Jesus, wir danken dir, dass du über diesen Dingen stehst und dass du Frieden schenkst, weil du unser Friedefürst bist, Herr. Jesus, wir setzen Frieden frei bei Menschen, die das jetzt gerade sehen, die Angst haben über ihre Zukunft, Herr. Wir danken dir, dass du der Versorger bist, Herr. Und wir sprechen das aus über die Gemeinde, über die Menschen, Herr, über den Landkreis, dass du versorgst, dass du gute Gedanken hast über uns und nicht Gedanken der Angst oder Gedanken des Mangels, Jesus, sondern du hast gute Gedanken, Herr. Du bist unser Versorger und wir wollen dich erheben und sagen, du bist heilig. Du stehst zu deinem Wort. Du stehst zu uns. Danke, Jesus. Herr, wir beten auch für unsere Regierung in diesen Tagen, Herr, dass du Weisheit ausgießt über jeden, der in Verantwortung steht, Entscheidungen zu treffen, Herr. Wir beten für Besonnenheit über unsere Regierung, über alle, dass mit klugem Kopf, mit kühlem Kopf Entscheidungen getroffen werden, nicht motiviert von Angst, von Druck und Sorgen, Herr, sondern von göttlicher Weisheit, mit kühlem Kopf, Herr, Besonnenheit. Wir danken dir, Jesus, dass du das in der Hand hast, Herr. Herr, und wir beten, Jesus, dass du kommst jetzt zu uns in unser Herz. Jesus, dass du unser Herz öffnest für dein Wort, für das, was du uns zu sagen hast, Jesus. Wir wollen dir sagen, wir sind bedürftig heute Morgen. Wir sind hungrig nach deinem Wort. Wir sind hungrig, von dir Worte ewigen Lebens zu empfangen, Herr, die uns einfach helfen, die uns freisetzen. Jesus, wir danken dir, dass du es mit uns schaffst, dass du unser guter Hirte bist, der uns führt und der uns führt durch diese Zeit hindurch, Herr. Der uns auf grüne Auen bringt, Jesus, wo wir Weide finden als Gemeinde, wo wir von dir empfangen, Herr, wo wir deinen Segen empfangen, Jesus, wo wir Worte von dir hören, die uns gut tun, die uns helfen, die uns Ratschlag sind, Herr, die unsere Gedanken wieder klar machen, Jesus, wo wir einfach nur noch uns drehen um Sorgen und Ängste, Herr. Aber wir danken dir, dass du das schaffst, Jesus, dass du unser guter Hirte bist. Wir danken dir, dass du jetzt zu uns sprichst. Amen. Und wir haben heute die ganz tolle Möglichkeit, wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und es soll heute in der Predigt um ein Thema gehen, was schon in den Predigten zuvor immer mal wieder Thema wird, aber auch in den Begrüßungen immer wieder mal ein Thema ist, wenn es heißt, da sind Menschen bereit, in das Reich Gottes zu investieren. Oder wenn wir gehört haben, dass Jesus Reich Gottes bauen wollte und dass er gebetet hat, dein Reich komme. Oder wenn wir gehört haben, dass wir, die wir an Jesus gläubig sind, einen Auftrag haben, das Reich Gottes zu verbreiten. Und genau um dieses Thema soll es gehen, das Reich Gottes. Da gibt es eine Rede von Jesus, in der er verschiedene Gleichnisse erzählt über das Reich Gottes, um das Reich Gottes zu verdeutlichen. Ein Gleichnis ist ein Vergleich, den Jesus zieht. Er erläutert etwas anhand eines Vergleichs, eine Begebenheit, eine Geschichte, eine Sache, um das Reich Gottes zu verdeutlichen, wie es ist, wie es funktioniert, wie es arbeitet, wie es gebaut wird. Und das wollen wir einmal lesen. Wir finden das in Matthäus Kapitel 13, ab Vers 1. Und wir lesen die ersten drei Verse. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen.
Und wir müssen uns das vorstellen, wenn hier steht, es versammelten sich große Volksmengen. Das ist nicht eine Volksmenge, es sind große Volksmengen. Wir können davon ausgehen, dass viele, viele, viele Menschen da standen, um Jesus zu hören. Vermutlich mehrere tausend Menschen, wie es schon mal vorgekommen war. Und sie wollten Jesus hören. Und es war so ein Gedränge, es war so voll, dass Jesus nur die Möglichkeit sah, in ein Boot zu steigen, damit alle Leute ihn auch sehen könnten und hören konnten. Und dann fing er an, das erste Gleichnis zu sprechen. Und es ist das Gleichnis vom Sämann über das Reich Gottes. Und jetzt lesen wir weiter. Siehe, der Sämann ging hinaus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Was für eine Story. Und Jesus setzt hier nach, wer Ohren hat, der höre. Und das ist nicht einfach nur so ein netter Satz, sondern das ist ein Satz, der bedeutet, jetzt ist richtig wichtig, dass du hinhörst. Und er meint damit das, was er gerade gesagt hat. Dass du das hörst, was ich gerade gesagt habe, das ist entscheidend für dich jetzt. Das ist so wichtig. Du musst jetzt einfach hinhören. Wichtiger geht's gar nicht. Und das ist dann doch interessant. Wenn Jesus als der Sohn Gottes und der König kommt und etwas sagt und sagt, jetzt musst du unbedingt hinhören. Aber interessanterweise, im nächsten Vers kommen die Jünger von Jesus zu ihm mit einer Frage. Vers 10, und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Und ich glaube, dass bei dieser Frage von den Jüngern, warum Jesus in Gleichnissen redet, ist mehr als nur ein bloßes Interesse über Gleichnisse. Wenn ich Jünger gewesen wäre, und ich wäre dort gewesen und Jesus, ja, der Sohn Gottes, diese Menschenmenge und er König und er redet von seinem Reich. Und Jesus fängt an und er fängt an, eine Geschichte zu erzählen über den Sämann. Ich hätte ein ganz anderes Fragezeichen über meinem Kopf. Das wäre ungefähr so, Jesus, ich möchte ZDF, Zahlen, Daten und Fakten über dein Reich. Wann geht's denn endlich los? Wie groß wird deine Armee sein? Wo wirst du regieren? Und wann, Jesus, wann endlich wirst du Israel von der Herrschaft des Römischen Reiches befreien? Make America great again, make Israel great again, Jesus. Irgendwie sowas hatte ich gedacht, hätte ich gedacht, würde ich gerne von Jesus hören. Wann geht's denn los mit deinem Reich? Und das ist spannend, weil Jesus redet in Gleichnissen etwas, was die Jünger nicht erwartet haben. Und wir und ich möchte von Jesus auch ZDF über mein Leben. Ich möchte auch Zahlen, Daten, Fakten über mein Leben. Jesus, wann wirst du mich freisetzen? Wann wirst du die Sachen auf Arbeit lösen? Wann wirst du das mit der Corona-Krise wieder regeln? Wann und wie und wann willst du das denn alles machen und tun? Gib mir ZDF, gib mir doch kein Gleichnis, gib mir Zahlen, Daten, Fakten. Aber das Reich Gottes ist so anders manchmal, als wir uns das vorstellen. Wir lesen das in, wer sich noch erinnert an die Karfreitag-Predigt, da gab es einen Moment, da war Jesus vor Pilatus und Pilatus verhörte Jesus. Und auf die Frage hin, ob Jesus denn ein König ist, Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein König, du sagst es, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sonst wären meine Diener gekommen und hätten mich befreit. Mein Reich ist nicht, wie du dir das vorstellst. Mein Reich ist nicht, wie ihr es kennt. Es sieht anders aus. Es hat andere Maßstäbe und Werte, als ihr es in der Welt lebt. Es produziert andere Dinge. Paulus sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Es produziert Frieden.
Freude und Gerechtigkeit. Und es wird anders gebaut, als ihr euer irdisches Reich baut. Es ist total anders. Es ist nicht von dieser Welt. Jesus antwortet hier den Jüngern. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist die Antwort von Jesus, warum er Gleichnisse erzählt. Weil da Menschen sind, von denen er sagt, von denen hier der ein Prophet schon Jahre vorher gesprochen hat, dass das kommen wird, dass da Menschen sind, die haben ein sogenanntes dickes Herz. Das bedeutet so viel, ein stolzes Herz. Es bedeutet, sie brauchen Jesus nicht, sie wollen Jesus nicht und sie wollen sein Wort auch nicht. Das ist ein dickes Herz. Und er sagt, weil die Leute Jesus nicht wollen und weil sie sein Wort nicht wollen, darum redet er in Gleichnissen, weil sie sollen dann das auch nicht aufgezwungen bekommen, sie sollen es dann auch nicht verstehen. Er sagt aber, die müssen dann mit den Folgen leben, nämlich dass ihr Leben am Ende total leer ist und nicht voll. Der Gegensatz zu diesem dicken Herzen ist ein hungriges Herz, ein demütiges Herz, ein Herz, das sagt, Jesus, ich brauche dich und ich brauche dein Wort in meinem Leben. Ich bin bedürftig. Ich ordne mich dir unter, dass du König bist und ich nicht. Und ich brauche dein Wort in meinem Leben, deine Wege, deine Pläne, deine Gedanken und nicht meine. Dein Reich ist nicht, wie ich mir das vorstelle. Ich will aber dein Reich. Und hier lesen wir, dass sie sich bekehren und ich sie heile. Das ist Jesus sein Ziel mit uns. Das ist das Ziel vom Reich Gottes. Dass Heilung kommt in das Leben von Menschen. Und es geht nicht in erster Linie darum, dass dein Zeh oder was auch immer oder dein Arm oder deine Krankheit geheilt wird. Auch, ja, aber es geht ganzheitlich. Du hast Verletzungen in deiner Seele, in deinem Herzen. Du hast Wege, die du gehst, die dir und deinem Leben nicht gut tun und die anderen Menschen in deinem Leben nicht gut tun. Und Jesus sagt, ich habe etwas Besseres für dich. Meine Worte für dich, sie sind Heilung für dich und dein ganzes Leben, sogar für dein Umfeld. Jesus möchte uns heilen. Ich glaube, er möchte die Stadt heilen, er möchte den Landkreis heilen, er möchte das ganze Land heilen, die ganze Welt. Dieses Potenzial hat das Wort von Jesus. Wenn wir unser Herz dafür öffnen, wenn wir ein hungriges Herz haben, ein Herz, das sagt, Jesus, ich brauche dich, auch wenn dein Reich so anders ist, als ich mir das vorstelle. Ich möchte Zahlen, Daten, Fakten. Jesus lenkt den Blick komplett auf das Herz. Bist du bereit, diesen Weg mitzugehen mit Jesus? Bist du bereit, wenn wir vom Reich Gottes reden, den Blick wegzurichten auf große Dinge, sondern bist du bereit, erstmal auf dein Herz zu schauen? Bist du bereit, vor Zahlen und Daten und Fakten erstmal mit Jesus auf dein Herz zu schauen? Wenn du ein hungriges Herz hast, dann sagt Jesus zu dir so etwas wie ab Vers 16. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören, denn wahrlich, ich sage euch,
Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ihr seid glücklich, weil euer Herz hungrig ist. Versteht ihr meine Worte? Ihr nehmt sie in euer Leben auf und sie werden Frucht bringen. Glücklich seid ihr. Diese Worte sind die größten Worte, die jemals jemand in euer Leben sprechen wird. Das sind die Worte von Jesus. Das sind die Worte, die wir in der Bibel haben. Wir sind so glücklich. Lasst uns dieses Wort lesen, lasst es uns studieren, die Verheißungen Gottes glauben und auswendig lernen. Lasst uns Stellen von Jesus lesen, wo er über Maßstäbe und Werte des Reiches Gottes spricht, zum Beispiel die Bergpredigt. Liebt eure Feinde. Ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn dich jemand auf die Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Seine Werte sind so anders, aber so eine Kraft da drin, unser Leben zu heilen und unser Umfeld zu heilen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Glaubst du das? Bist du bereit, dein Herz dafür zu öffnen? Das Reich Gottes wird in deinem Herzen gebaut, wenn das Wort von Jesus in dein Herz fällt und du hungrig bist. Und da gibt es einen ganz tollen Spruch, den möchte ich jetzt hier erstmal vorwegnehmen, bevor wir jetzt das weiterlesen. Da geht so: Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Dieses Gleichnis vom Acker hier, es hat vom Seemann, es hat verschiedene Formen, es beschreibt verschiedene Formen des Herzens. Und einige Zustände des Herzens, sie führen dazu, dass die Samen nicht gesät werden können, dass das Wort Gottes nicht greift, dass das Reich Gottes nicht gebaut werden kann. Und es gibt einen Zustand, der führt dazu, dass das Reich Gottes wächst in deinem Leben und floriert und du Frucht bringst 30, 40 und 100-fach, 30, 60 und 100-fach. Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Und jetzt lasst uns lesen, wie Jesus dieses Gleichnis auslegt, ab Vers 18. Hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät wurde. Also das, was in der ersten Rede noch die Vögel waren, sagt Jesus, die Vögel sind also ein Bild für den Bösen, für den Teufel, der möchte die Samen wegnehmen, die Wirkung des Wortes Gottes aus deinem Leben wegnehmen, und das kann er, wenn hier jemand hört und nicht versteht. Und es hat nichts mit irgendwie schwerhörig oder niedrigen IQ zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, was Jesus hier sagt, das sind Menschen, die haben dicke Herzen, die sind stolz. Die wollen Jesus nicht und die wollen seine Worte nicht. Und das gibt dem Teufel die Möglichkeit, alles wegzunehmen. So wie Jesus gesagt hat, wer wenig hat, dem wird das Wenige auch noch genommen. So wie der Teufel hier sogar die Samen noch wegnimmt vom Weg und dann am Ende gar nichts mehr da ist, als wäre nie etwas gewesen. Wie ist unser Herz beschaffen? Haben wir an manchen Stellen unseres Herzens Hunger und an anderen nicht? Haben wir manche Bereiche unseres Lebens, wo wir sagen, Jesus, hier haben wir Hunger, aber andere Bereiche unseres Lebens, wo wir sagen, Jesus, hier sind wir dick, hier brauchen wir dein Wort gerade nicht. Vielleicht wollen wir in manchen Bereichen unseres Lebens auch gar nicht dein Wort hören, weil könnte ja schwierig werden. Vielleicht müsste ich mich auch ändern. Ja? Vielleicht wie ich die Art und Weise, wie ich umgehe mit Menschen, oder vielleicht wie ich mich auf Arbeit verhalte, wie ich meinen Alltag gestalte, meine Hobbys, was für Dinge schaue ich mir an im Internet, im Fernsehen, auf Netflix oder sonst etwas, wo du unterwegs bist. Gibt es Bereiche unseres Lebens, wo wir eigentlich dick sind und wir verschließen unsere Ohren und unsere Augen, wir wollen eigentlich gar nicht? Dann möchte ich uns ermutigen, dass wir heute unser Herz öffnen und verstehen, das Wort Gottes ist keine Last, es ist Heilung für unser Leben, es setzt Segen frei, es führt zu Friede, Freude und Gerechtigkeit in unser Leben. Öffne dein Herz. Sag, Jesus, ich habe Hunger nach deinem Wort, ich bin bedürftig. Ich öffne dir alle Bereiche meines Lebens. Lasst uns weitergehen. Ab Vers 20. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört
und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es sein kann, dass wenn wir versuchen, das Wort Gottes zu glauben und umzusetzen und die Werte und Maßstäbe von Jesus zu leben, dass eine Bedrängnis kommt. Hier steht Bedrängnis und Verfolgung. Und das sieht nicht immer so aus, dass du eingesperrt wirst, in ein Gefängnis kommst, sondern das kann so aussehen, dass Menschen dich auslachen. Es kann so aussehen, dass Menschen auf dich einreden und ein komplettes Gegenteil von dir fordern, von dem, was Gott von dir fordert. Denn das Reich Gottes und die Werte von Jesus, sie stehen im Konflikt mit den Werten dieser Welt. Ich möchte uns ein Beispiel bringen, eine Story aus meinem eigenen Leben. Als ich auf Arbeit war und es war eine sehr schwierige Phase, wo einfach durch Umstände, die nicht in unserer Hand lagen, die Arbeit sehr, sehr erschwert wurde und die Nerven lagen blank. Und ich hatte ein Team von Leuten, die fleißig gearbeitet haben und es gab tägliche Krisenmeetings, so ähnlich wie vielleicht bei einigen von uns auf den Firmen jetzt wegen der Corona-Sache. Und Bereiche haben sich miteinander verstritten und es war verletzend, es war aggressiv, es war jeden Tag eine furchtbare Atmosphäre und wir hatten tägliche Meetings. Und es gab eine Person, ein Manager, der war sehr, sehr verletzend, der war sehr aggressiv. Und mein Team hat von mir erwartet, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Schlag zurück. Wir wollen einen verbalen Schlagabtausch sehen. Ich wusste, für mich war das nicht der Weg. Für mich war es nicht der Weg. Ich habe mich bemüht, höflich und respektvoll zu bleiben und es wurde immer schwerer, je länger die Situation anhielt. Und irgendwann war für mich auch der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, Jesus, du musst jetzt etwas tun, aber ich will deinen Weg nicht verlassen. Also habe ich gebetet, ich habe mich hingesetzt, ich habe eine E-Mail geschrieben. Und ich habe in dieser E-Mail den Weg weiter durchgehalten. Ich war so höflich, ich war so freundlich, ich war so verständnisvoll, dass wir ja alle in dieser Situation sind und wir mehr Arbeit haben, als wir schaffen können und die Nerven blank liegen. Aber so geht's nicht. Lasst uns respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen. Ich erwarte diesen Umgang mit meinem Team. Und ich habe diese E-Mail abgeschickt an diese Person. Ich bin nach Hause gegangen, weil ich hatte Urlaub. Ich dachte, es ist gut, wenn diese Bombe zwischen uns platzt, wenn ich nicht da bin. Und am ersten Tag nach meinem Urlaub rief mich jemand an von meinem Team und sagte, Markus, was hast du getan? Und ich fragte, wieso, was ist passiert? Diese Person, die wirklich immer ganz schlimm war in den Meetings, sie ist zu uns gekommen und sie hat sich bei jedem von uns entschuldigt, bei jedem Einzelnen. Sie hat uns ihre Situation geschildert, wir haben unsere Situation geschildert und wir hatten ein super Meeting. Und so ist es manchmal. Manchmal muss man dranbleiben, manchmal muss man durchhalten, bis das Reich Gottes, bis die Frucht zum Tragen kommt. Und es ist manchmal Bedrängnis, die man aushalten muss, wo Menschen von dir genau das Gegenteil fördern, wo die Situation sehr, sehr schwierig ist. Es ist ein Beispiel von vielen. Aber Bedrängnis wird kommen. Es gibt einen Spruch, der heißt, der Erste, der eine Mauer durchbricht, der holt sich eine blutige Nase. Und wenn wir manchmal in unserem Umfeld die Wege des Teufels durchbrechen wollen mit den Werten und Maßstäben Gottes, wir werden manchmal eine Bedrängnis, eine Zeit der Bedrängnis aushalten müssen. Darauf müssen wir uns einstellen. Jesus sagt, überschlage die Kosten, bevor du diesen Weg gehst. Das ist keine Drohung, das ist ein Rat, der hilft. Wenn ich vorher weiß, ich werde mich manchmal auf Bedrängnis einstellen müssen. Nicht immer, aber manchmal. Ausharren und dann kommt die Frucht. Lasst uns weiterlesen. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Da geht der Sämann also weiter und er streut Samen und Samen fallen unter die Dornen und die Dornen stehen hier für die Sorge der Zeit.
Was ist die Sorge unserer Zeit? Ich meine, mir fällt da eine Sache ein, die, glaube ich, gerade allen ziemlich durch den Kopf jagt und die dazu führt, dass man sich hier oben dreht wie ein Hamster in seinem Hamsterrad. Aber ich glaube, dass Jesus manchmal diese Perspektive einnimmt und von oben schaut. Und ich glaube, er lädt uns ein, wo du dich Sorgen machst um die Zukunft und wie deine Finanzen abgesichert wird und was wird mit deinen Kindern und wann werden die Maßnahmen endlich aufhören, meine Kurzarbeit oder wann werden diese elenden Meetings endlich, wo du ratterst hier oben, ratterst wie ein Hamster in seinem Hamsterrad. Jesus lädt dich ein, steig aus diesem Rad, steig aus dem Hamsterrad und fokussiere dich auf ihn. Gott ist der, der versorgt, nicht die Arbeitsstelle, nicht Corona oder nicht Corona. Jesus ist der, Gott ist der, der versorgt. Lasst uns lesen in Matthäus 6, Vers 33, ein ermutigendes Wort in dieser Zeit. Aber wir lesen schon ein bisschen vorher. Lasst uns lesen ab Vers 28. Warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesen allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat es dann an seinem Übel genug. Jesus lädt dich ein. Komm raus aus dem Hamsterrad, wenn du dich in Sorgen verloren hast. Konzentriere dich auf ihn, vertraue ihm und glaube ihm. Kommen wir zum letzten Boden, dem wichtigsten Boden, dem guten Boden. Wir lesen es ab Vers 23. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Hast du guten Boden, ist meine Frage an dich. Hast du ein Herz, das das Wort Gottes aufnehmen möchte und das Jesus braucht, das sagt, ich bin hungrig, ich bin bedürftig, ich brauche dich in meinem Leben und zwar an allen Bereichen meines Lebens. Bist du dir der Kraft und der Bedeutung des Wortes Gottes in deinem Leben bewusst, dass es gesandt ist, um Heilung zu bringen in dein Leben? Dass es dafür da ist, um Reich Gottes zu bauen in deinem Leben und in deinem Umfeld. Pass du auf, wie dein Boden beschaffen ist. Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Hast du Acht auf den Boden? Ja, wie ist dein Boden? Hast du die Dornen? Hast du den Steinuntergrund? Hast du den Weg? Oder kümmerst du dich um einen guten Boden, auf dem das Wort gesät wird und es fällt in dein Herz und es geht auf und es trägt Frucht. 30, 60 und 100-fach. Ich glaube, Jesus möchte 30%, 60% und 100% in deinem Leben. Öffnest du dich für das Wort Gottes in deinem ganzen Leben? Gibst du dein ganzes Leben hin? Und lasst uns gemeinsam ins Gebet gehen. Jesus, wir danken dir dafür, Herr, dass du uns Worte gibst. Worte des ewigen Lebens, Worte, die Heilung bringen sollen in unser Leben. Und wir beten über den Zustand unseres Herzens, Herr, dass du deinen Hunger ausgießt in unser Herz, wo unser Herz an manchen Stellen vielleicht dick geworden ist, wo wir unempfänglich sind, wo wir gar nicht wollen, Herr.
Aber wir wollen dir heute Morgen neu sagen, dass wir dich brauchen, dass wir dein Wort brauchen und dass unser Herz offen sein soll in allen Bereichen unseres Lebens für das, was du zu geben hast. Jesus, wir danken dir für diese Zusage, dass du für uns bist, dass du unser König bist, dass du der Sämann bist, der Frucht hervorbringt in unserem Leben, Jesus. Wir danken dir so sehr dafür und wir beten, Jesus, dass dein Wort einfach reichlich wächst in uns, in unserem Leben, dass du uns Zeiten schenkst, wo wir dieses Wort lesen, Herr, dass du uns hilfst, eine Zeit in unseren Alltag zu etablieren, wo wir dein Wort lesen, wo wir es in uns aufnehmen, wo wir deine Verheißungen studieren, wo wir die Maßstäbe und Werte deines Reiches verinnerlichen, Herr. Jesus, wir beten für Kraft und Ausdauer und Durchhaltevermögen in diesen Tagen, Herr. Dass wir die Kraft haben, an deinem Wort festzuhalten, da, wo du uns hingestellt hast. In allen Bereichen unseres Lebens, am Arbeitsplatz, Herr, in unseren Familien, privat, Herr, wo wir konfrontiert sind mit den Sorgen von Corona. Wir beten, dass du uns Kraft gibst, festzuhalten an deinem Wort. Wir beten, dass wir nicht die Wege dieser Welt gehen, Herr, sondern dass wir deine Wege gehen und die Wege dieser Welt durchbrechen, dass dein Reich gebaut wird, Herr. Wir beten, dass wir raussteigen aus dem Hamsterrad der Sorge, wo wir rennen und rennen und oben in unseren Gedanken rattert es und rattert und wir kommen doch nicht vorwärts. Du lädst uns eins auszusteigen, Herr, und wir beten, dass du uns hilfst, einen Schritt zu tun. Unsere Gedanken wegzulenken, Herr, von den Sorgen und hin auf deine Verheißung. Du bist mit uns. Du wirst uns versorgen. Du kümmerst dich. Wir danken dir, dass dein Wort wahr ist, dass es zuverlässig ist, dass wir ihm vertrauen können, Herr. Und wir beten, dass dein Reich gebaut wird, Jesus, dass Heilung kommt in das Leben von Menschen ganzheitlich. Dass Heilung kommt in unser Umfeld, dass Heilung kommt in unsere Stadt hinein, dass deine Wege und Werte aufgerichtet werden, die Heilung sind, die Friede, Freude und Gerechtigkeit hervorbringen, Herr, in den Schulen unserer Stadt, Jesus, in Institutionen, in Krankenhäusern, Jesus, in Verwaltung, in Regierung, Jesus, in Familien hinein. Wir glauben dir, dass dir nichts unmöglich ist, sondern dass du dein Wort gesendet hast, um Heilung zu bringen, die sich ausbreitet, Herr. Wir danken dir, dass es so mächtig ist, so kraftvoll, dein Wort. Und dein Wort wird ausführen, wozu du es gesendet hast. Wir bekennen heute Morgen, dein Wort wird nicht leer zu dir zurückkehren. Dein Wort wird Frucht bringen, Jesus, in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unserem Landkreis, Herr. Wir danken dir dafür. Mehr von dir, mehr von dir.
Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, dass du hier bist und dein Wort zu unseren Herzen gesprochen hast. Und du vermagst es auch, dieses Wort umzusetzen in unserem Leben. Herr, du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wer Hunger hat danach, so unterwegs zu sein im Leben, dass die Herzenshaltung wie dieser gute Boden ist, von dem Jesus hier spricht. Guter Boden, der dein Wort bejaht, der dich bejaht, der bereit ist, dein Wort zu tun und zu leben. Dass dieser Same, dieses Wort Gottes, was du zu uns sprichst, es aufgehen kann, Herr. Und ich will das nochmal aufgreifen, weil ich habe so einen prophetischen Eindruck, dass Menschen gerade hier sind, die so gebunden sind von Ängsten. Die sagen, es wäre so schön, wenn ich frei werden könnte von Ängsten. Oder Menschen, die immer wieder im Selbstmitleid versinken, sie drehen sich immer wieder, wie Markus sagt, dieses Hamsterrad um sich selbst. Ich bin mir der Nächste und ach, ich bin ja so schwierig und es ist alles so schlecht. Und der Herr sagt dir heute Morgen, du leg doch deine Ansichten vor mein Kreuz und empfange das verändernde Wort Gottes, mein Ja zu deinem Leben, meine positive Sichtweise. Hören und tun. Und ich bete für diejenigen, Herr, die so gebunden sind in ihren Ängsten, vielleicht auch der Zukunft, gerade jetzt in Bremen blicken, aber auch die sich um sich selbst so drehen, denen ihre Gefühle um sich selbst so wichtig sind, dass du sie freisetzt, Herr, durch dein gutes Wort, wirklich freisetzt, weil du willst Menschen helfen. Dass du sie freisetzt jetzt in dem Namen Jesus Christus. Dass es wie Ketten abfällt von einer Mentalität, des nach unten schauens, dass Jesus, ich bete, dass du deine Hand ausstreckst und dass du diesen Kopf hochhebst, dass dieser Mensch auf dich schauen kann und von dir Hilfe erwartet, Herr. Danke da, Jesus, dass du nicht nur von uns zu uns in Predigt sprichst, sondern dass du möchtest, dass dein Wort in unserem Leben aufgeht in dieser neuen Woche. Und so bete ich, dass du jeden von uns segnest, dass du dein Wort bewahrst in unseren Herzen, dass du dein Wort als Same aufgehen lässt, sodass es Frucht bringt und wir weniger uns um Sorgen drehen müssen, weniger in dieser kommenden Woche, weniger wie beim ersten Teil dieser Predigt oder dieses Gleichnisses, weniger nichts verstehen, wir lesen es, wir verstehen nichts. Nein, ich bete, dass wir in dieser Woche, die vor uns liegt, mehr verstehen als vorher. Mehr aus deinem Wort verstehen, dass uns die Augen unseres Herzens aufgehen, Herr. Dass wir uns auch nicht über dich ärgern und über die Schwierigkeiten und über die Bedrängnisse und Missstände, in denen wir leben, sondern dass Geduld und Dankbarkeit ein ganz starker Wert ist in dieser Woche. Damit dein Wort verstoffwechselt wird in uns und es nicht weggenommen wird durch unsere Ärgereien, Herr. Jesus, lass uns wachsen an gutem Boden und zunehmen in unserem Herzen. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt und du willst es bauen in unseren Herzen und dafür danken wir dir, Herr. Danke, dass wir uns unterordnen können unter deine guten Gedanken für die kommende Woche und dass wir dir vertrauen können, Herr. Wir wollen uns festlegen und es sagen, Herr, es wird eine gute Woche. Vielleicht betest du das mit mir und sagst, Herr Jesus, ich sage es hier heute Morgen, es wird eine gute Woche. Du bist bei mir, dein Sieg ist bei mir, deine Weisheit ist bei mir, deine Hilfe ist bei mir. Ich bekenne, du bist mir ganz nah und ich glaube dir ganz fest, es wird eine gute Woche, weil du mich segnen wirst. Ich vertraue dir, ich gebe mit einem erwartungsvollen und frohen Herzen, weil du Matthäus 6,33 in meinem Leben erfüllen wirst. Ich danke dir, dass du bei mir bist, dass dein Stab mich führt, dass deine Weisheit mit mir ist. Amen. Ich wünsche uns allen eine ganz, ganz gesegnete, neue und gute, erfolgreiche, dynamische, glaubensstarke Dankbarkeitswoche, wo du Erfahrungen machst mit diesem Wort. Nicht sorgen, nicht ärgern über Gottes Wort und wo du etwas nicht verstehst, den Heiligen Geist einladen und sagen, Herr, gib mir Verständnis,
dass ich verstehe, was ich aus Gottes Wort lese. Und dann geh in die Woche, segne die Menschen, tu ihnen Gutes. Halte die Fröhlichkeit hoch. Der Herr ist mit dir. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder online zur gleichen Zeit. Bis dahin bleibt alle behütet. Wir lieben euch. Wir haben euch in unserem Herzen. Gott segne euch. Amen.